Okay, wenn wir euch also eine Art Flüstertüte bringen, würdet ihr uns das Startmodul geben? Genau. Klingt nach einer Aufgabe für uns, Laura. Bis bald. Ja, ich bin den ganzen Tag hier. Willkommen in Alaspen. Willkommen in Alaspen. Das Wasserrad treibt die Hutfigur an. Es dreht sich ganz schön schnell. Wirklich interessant. Leer.
Gerne. Und jetzt zeigt, was ihr drauf habt. Kommt alle zum Marktplatz, so hört die Wahrheit über die Basilen. Ich glaube, es kommt keiner. Entmutige ihn nicht gleich. Er hat doch recht. Ich hab getan, was ich konnte. Jetzt müsst ihr Emil besiegen. Danke. Ohne eure Vorarbeit wären wir gar nichts. Können wir jetzt gehen? Da tropft was raus. Was musste da noch mal rein? Laura kennt sich da besser aus. Da gehört ein Startmodul rein. Ohne das Teil springt er gar nicht erst an. Zu kurze Arme. Ich glaube, die Klappe geht erst auf, wenn der Basil wieder anspringt. Mist, die Memo-Muschel ist zerstört. Jetzt hört der Basil nicht mehr auf Befehle. So oder so bräuchte ich den Aktivierungssatz, damit er auf meine Stimme hört. Ein Zauberwort? Wie wär's mit Bitte?
Ach, Flötennase, ich würde wirklich gern in einer Welt leben, in der du König wärst. Wo sollen wir den Satz jetzt herbekommen? Mein Vater weiß ihn. Der hat diese Monsterviecher schließlich für Conroy konstruiert. Nur weil er dich schützen wollte. Ja, und deswegen sitzt er jetzt bei Emil im Knast und muss wahrscheinlich die nächste schreckliche Waffe konstruieren. Ich wünschte, ich könnte mit ihm reden. Mama Dola hat ja auch mit mir über die Ferne gesprochen. Vielleicht kann sie auch Kontakt mit anderen herstellen. Wie mit deinem Vater zum Beispiel. Robert, das ist genial. Wir müssen sie herholen. Danke. Um den Basilen zu reparieren. Und den letzten Windmönch zu finden. Kannst du das vielleicht gebrauchen? Ja, das ist ein tolles Horn. Kannst du das vielleicht gebrauchen? Okay, jetzt sieht mein Glückshuf richtig Hammer aus. Schau mal, das glänzt doch hervorragend. Dankeschön. Ich reiße es auseinander. Dann hast du etwas für deine Mähne und deinen Schweif. Dankeschön. Thank you.
Darf ich dich kämmen? Mit der? Na gut. Hey, ich habe eine Kugel in deinem Fell gefunden. Meine Bingo-Kugel. Bitte gib sie mir. Danke, Leute. Woohoo! Ich werde den Bingo-Ball so hart treten, dass die Enkelkinder vom Ansager nach der Zahl benannt werden. Die anderen Pferdchen werden sterben vor Neid. Sie werden geblendet sein von meiner Mähne. Sodass ihnen die Augen wegkokeln und die Haare ausfallen. Und dann bin ich das einzige Bingo-Pferd. Und die anderen sitzen hier und sehen richtig hässlich aus und dürfen nicht mitspielen. Wir haben ein Monster erschaffen. Ja, aber ein hübsches, funkelndes.